Und hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ja, ich wollte gerade schon Minecraft sagen. Skyrim, Let's Play Skyrim in hübsch. Und wir sind jetzt in dieser komischen Höhle drin, wo wir rein sollten. Weshalb ich es nicht mehr weiß. Seid vorsichtig. Die Abgeschworenen sind so gefährlich wie sie. Ja. Ich bin für das hier zu alt. Eine Schande, dass es dazu kommen musste. Hallo, ich habe nichts gemacht. Ein Dornenherz. Orkischer Dolch. Da sind alle zu klein. Außerdem habe ich schon einmal sowas bekommen. Was hat die denn? Ach, die ist so halb gekleidet und hat laut Sky UI so eine dicke Rüstung an, ne? Ganz sicher, Gift der Furcht. Cool. Bergmannskleidung. Wer braucht schon Bergmannskleidung? Ein Hahn. Was soll ich mit dem Hahn? Also es gibt manchmal Sachen, da weiß man nicht warum. Krank des Waffenschmieds. Muss ich mir fürs nächste Mal aufhalten. So, wo sind die anderen? Die anderen sind wahrscheinlich schon wieder vorgelaufen. Natürlich. Bisschen Gold. Oder sind die gestorben? Ne, die sind vorgelaufen, wie immer. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja, das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Ja. Ja. Das ist es. Das Symbol auf der mittleren Säule. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, die kann da einfach so durchlaufen. Natürlich. Hallo. Runter mit dir. Warte mal, ich kann doch vielleicht auf einen... Okay, so würde nichts passieren. Ich lauf einfach... Wartet. Warum hört ihr auf? Wir sollten hier vorsichtig sein. Seht ihr diese Symbole am Boden? Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Wir gehen hinüber, sobald es sicher ist. Seid vorsichtig. Ja, einfach nur den Symbolen des Drachenblutes folgen. Hallo? Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir. Ja, ja. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Das kann gut sein. Also ich kenne mich hier drinnen nicht aus, aber scheinbar du. Also lasse ich dir auch mal den Vortritt, ne? Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich. Sei leise, ich muss die... erhalten. Ja. Wo ist...
Aha, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Okay, dann schneide ich mir eben in den Finger. Das war's. Seht mal, es bewegt sich. Ihr habt es geschafft, dort ist der Eingang. Nach euch, Drachenblut. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszukunft zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Boah, jetzt lass mich mal reden. Das sieht so aus, als wenn der sich verneigen würde, dieser Kopf. So. Einmal kurz kratzen und weiter geht's. Ich möchte jetzt auch nicht so gerne, dass irgendjemand hier gegen mich kämpft. Sieht aber auch nicht danach aus. Ah, also wir sind jetzt alleine. Faszinierend. Echte Akaviri-Flachreliefs. Beinahe unversehrt. Kommt doch mal nach. Vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, wie kommen wir hier weiter? Ah, da kommt ihr doch. Shoas Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Ah, das ist... Wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Das ist diese Mauer... Sehen wir mal, was wir hier haben. Oder? Es müsste diese Mauer sein, die im Trailer vorkommt. Oder nicht? Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun.
Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Nein. Und vor euch, vor eurer Macht haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Ja, ich bin Egoist, gut. Ich habe keine... Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Ihr seid ein Drachenblut und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel. Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Okay, also ich muss raus. So viel habe ich verstanden, ja? Ja, stimmt, das wäre mal eine Idee. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, hier möchte ich natürlich nicht raus, das ist nach Himmelsrand. Nein, ich möchte vielleicht gucken, ob es hier irgendwo noch... schon ein bisschen was gibt. Nö. Ein Drachenfluch. Cool, und noch eine Truhe, die hätte ich fast gar nicht gesehen. Helm der Klingen. Das ist alles schwere Rüstung. Schade. Kann ich aber bestimmt verkaufen. Bringt bestimmt schon was. So, haben wir jetzt... Da haben wir nichts mehr, hier haben wir nichts mehr, da haben wir nichts mehr. Gut, das bedeutet, die warten hier. Und ich gehe mal kurz nach Aringia zu den... Oho. Haben wir denn hier? Ich plündere noch ein paar Truhen und dann gehe ich mal da hoch zu den Graubärten. Leere Weinflasche. Was soll ich mit einer leeren Weinflasche? Weg mit der Spinne. So. Boah, ich sehe so gut wie gar nichts mehr. Es ist gerade etwas suboptimal.
Ackerzahn. Gold. Gut. Hier waren wir also auch schon. Kannst du mir noch irgendwas Was sagen? Was gibt es? So, nö. Gut. Obwohl, ich möchte gerne wissen, warum ihr nur Was zwei braucht seid. Ihr? Die Talmoor haben Jagd auf uns gemacht, wisst ihr noch? Das ja. hat bei der Rekrutierung nicht besonders geholfen. Aber jetzt haben wir gewissermaßen ein Hauptquartier. Wir werden die Klingen neu aufbauen. Eines Tages. Gut. Wenn ihr Leute findet, die gute Rekruten abgeben könnten, sehe ich sie mir gern an. Aber denkt daran, dass es sich bei der Mitgliedschaft bei den Klingen um eine lebenslange Verpflichtung handelt. Wer zu uns gehört, muss treu zu uns stehen. Okay. Dann gehe ich mal nach Himmelsrand. Hm? Hier geht's hoch, ja. Und hier geht's nach Himmelsrand. Und ich würde dann auch sagen, hier machen wir dann wieder erstmal mal wieder in Cut, wenn ich das machen kann. Ja. Und dann speichern wir kurz mal da. Speichert. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.